Herzlich willkommen bei Intuitiv Bogenschießen Coaching. Heute geht es einmal um das Thema Zusammenhänge, Standhöhe, Pfeilgeschwindigkeit, Zuggewicht. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. So, ihr habt es vielleicht schon einmal gehört oder wisst es eben eh schon, dass je nachdem wie hoch die Standhöhe ist, Standhöhe wird gemessen vom tiefsten Teil vom Griffstück bis zur Sehne, im rechten Winkel zur Sehne, und je niedriger die Standhöhe ist, desto mehr Pfeilgeschwindigkeit kriegt man, und je höher die Standhöhe ist, desto weniger Pfeilgeschwindigkeit kriegt man. Gleichzeitig ist es aber so, man sagt, mit höherer Standhöhe habe ich mehr Zuggewicht auf die Finger, mit niedriger Standhöhe habe ich weniger Zuggewicht auf die Finger. Dann sagen viele Leute, eigentlich müsste ich mit der höheren Standhöhe mehr Pfeilgeschwindigkeit kriegen, wenn mehr Zuggewicht oben ist. Ist aber eben nicht der Fall, weil sich dieser schnellere, also dieser längere Beschleunigungsweg stärker auswirkt und dadurch mein Pfeil schneller beschleunigt wird. Gibt es oft Diskussionen, ja, was bringt mir Standhöhenveränderung wirklich in Bezug auf die Pfeilgeschwindigkeit, wie viel ändert sich das Zuggewicht? Wir machen jetzt einfach die Probe aufs Exempel. Ich habe jetzt am Standhöhe 18,9, Uka bei diesem Setup, was ich auf der Webseite geschaut habe, empfiehlt 19,8 mm Standhöhe, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich schieße immer so bei 19,5 oder so. Und ich nehme halt jetzt dann plus minus 1 cm zum Vergleich. Das heißt, wir haben jetzt dann eben diese 18,9 mm Standhöhe. Wir werden jetzt dann das Zuggewicht messen, dann die Pfeilgeschwindigkeit messen. Dann würde die Standhöhe auf 20,8 erhöhen und wir werden schauen, was sich da ändert. Gut, dann messen wir mal. Ihr seht, da sind wir bei 33,96. Ja. Gut, ihr habt jetzt ein paar Mal durchgeschossen. Im Schnitt komme ich da auf 179,23 Feet per Second. Und jetzt schauen wir uns das Ganze einmal mit einer höheren Standhöhe an. Ich will jetzt eben von dieser 18,9 auf 20,9 erhöhen. Gut, also wird die Standhöhe erhöht. Und ihr seht, ich bin da bei 21,2 sogar. Bin jetzt zu faul, dass ich es wieder genau auf die 20,9 runterdrehe. Gut, dann messen wir das Zuggewicht. Sind wir bei 34,5. So, ihr seht also, mit einer Standhöhenänderung von 2 cm, ein bisschen mehr als 2 cm, 2, irgendwas, haben wir einen Zuggewichtsunterschied von 0,5 Pfund. Wobei ihr seht, ich messe mit so einer günstigen Kofferwaage. Es ist natürlich auch bei dieser Messung mit isolierbaren Fahren, ja, wenn das so ein Ruckerl mehr oder weniger ist, schwankt das auch. Aber ihr seht, diese Zuggewichtssteigerung ist im Prinzip einfach minimal. Ja. Gut, dann fetzen wir wieder durch. Gut, wir haben jetzt gehabt 174,7 FPS im Durchschnitt mit der höheren Standhöhe. Mit der niedrigeren Standhöhe haben wir gehabt 179,23. Ihr habt es eben gesehen, Standhöhe von 18,9 auf 21,3, also 2,4 oder 2,5 cm, relativ genaue Zahl ungefähr, bringt uns halt 5 FPS Geschwindigkeitsunterschied. Das ist ja relativ wenig eigentlich. Ihr hört es aber, bei der höheren Standhöhe wird der Bogen leiser natürlich, er wird ruhiger. Er schießt sich einfach ein bisschen gutmütiger. Es ist dann im Endeffekt, ich sage immer, Standhöhe, wenn man da so im vom Hersteller empfohlenen Bereich bleibt, plus minus
ist dann eher so, ja, fürs persönliche Wohlbefinden würde ich mich halt wohlfühlen mit dem Schussverhalten von Wogen. Also dieser minimale Anstieg oder Verlust von Zuggewicht bzw. von Pfeilgeschwindigkeit spielt im Prinzip keine Rolle. Da ist für mich eher so der Wohlfühlfaktor, dass ich sage, okay, mit dieser oder jener Standhöhe habe ich das Gefühl, da geht der Pfeil bei mir sauber raus, da fühle ich mich wohl damit. Der Wohlfühlfaktor, das ist einfach der Punkt beim Bogenschießen. Gut, ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zum Sagen. Ein Punkt ist natürlich auch, dass diese Änderung vom Zuggewicht mit der Standhöhe nicht bei jedem Bogen ganz genau gleich ist. Kommt einfach darauf an, wie diese Wurfarme beschaffen sind, wie sich das ändert. Aber da sind wir in relativ geringe Bereiche mit der Zuggewichtsveränderung. In diesem Sinne, spielt euch vielleicht einmal mit eurer Standhöhe und ich wünsche euch allens Gold, allens Blatt. Viert euch, macht es gut, bis bald.